mit der Schnurverbindung Schlaufe an Schlaufe, auch Loop-to-Loop-Connection genannt, kann auf einfache Weise mit monofilen Schnüren eine Schnurverbindung hergestellt werden. Um diese Verbindung zu ermöglichen, muss man vorher an beiden Schnüren eine Schlaufe binden. Die verbundenen Schnüre lassen sich schnell wieder lösen. Ein Vorfachwechsel ist so jederzeit möglich. Verwendung findet die Schlaufenverbindung zum Beispiel beim Fliegenfischen. Das monofile Vorfach kann so schnell an die Schlaufe der Fliegenschnur befestigt werden. Oftmals ist es besser, auf Wirbel zu verzichten. Wie bei dieser Futterkorbmontage. Die Schlaufenverbindung garantiert ein verhedderungsfreies Auswerfen. Die Schlaufenverbindung ist die unauffälligste Art der Schnurverbindung, bestens geeignet für feines Schnurmaterial. Gelb stellt die monofile Hauptschnur dar, rot das monofile Vorfach. Die Schlaufe der Hauptschnur durch die Schlaufe des Vorfachs führen. Die Vorfachschnur komplett mit Haken durch die Schlaufe der Hauptschnur ziehen. Schlaufen zusammenführen. Fertig. Falsch wäre das Abknicken oder Umschlagen der Schnur beim Zusammenziehen. Höchstmögliche Reißfestigkeit bietet nur die hier gezeigte Verbindung. Zum Lösen beide Schlaufen ineinander schieben. Das Vorfach wieder zurück durch die Schlaufe der Hauptschnur. Einschlaufen nennt man das Befestigen der Schlaufe ohne zusätzlichen Knoten. Das können auch Ringe, Ösen, Haken oder Seitenarmmontagen sein. Hier ist das Umschlagen der Schlaufe normal und meistens nicht anders lösbar. Zum Beispiel kann das Vorfach an Wirbel eingeschlauft werden. Einschlaufen eines Grundbleis. Ist die Schlaufe zu kurz, zieht man die Vorfachschnur durch die Schlaufe. Auch an einem Seitenarm können Vorfächer, Beifänger oder wie hier ein Haken direkt befestigt werden.
die Befestigung geflochtenes Schnurmaterial an Metall, also Wirbel, Ösen, Ringe, ist ebenfalls möglich. Von einer Schlaufenverbindung Geflecht an Mono rate ich ab. Die Gefahr eines frühzeitigen Schnurbruchs ist hier zu groß. Petri Heil